Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Dark Moon. Was wäre, wenn Nappa auch Krillin und Son Gohan getötet hätte? Son Goku wäre zur Erde gekommen und er hätte all seine Freunde tot vorgefunden. Auch seinen besten Freund Krillin und seinen Sohn Son Gohan. Was seine Wut noch gesteigert hätte. So hätte er Nappa bestimmt schneller erledigt und nicht mit ihm rumgespielt. Den Kampfort hätten sie nicht gewechselt, weil das ja Krillins Idee war. So hätte der letzte Kampf um die Erde begonnen. Son Goku gegen Vegeta. Da sie nicht den Kampfort gewechselt haben, würde Son Goku die ganze Zeit eine große Wut in sich haben, weil er die ganze Zeit die Leichen seiner Freunde und seinem Sohn sehen musste. Es wäre wie bei Son Goku gegen Frieza, dass Son Gokus Wut ihm wie beim Super Saiyajin ihn immer wieder neue Kräfte gegeben hätte. Vegeta würde wahrscheinlich nicht um die Erde fliegen wegen dem Mond, dass Son Goku ihn dazu keine Zeit lassen würde. Es wäre sogar möglich, dass Son Goku gleich eine vierfache oder sogar fünffache Kaioken eingesetzt hätte, da seine Wut grenzenlos war und er es einfach durchgezogen hat. Dagegen hätte Vegeta sich auf keinen Fall wehren können. Er konnte es ja nicht einmal gegen die dreifachen Kaioken. Oder Son Goku hätte länger die dreifachen Kaioken durch seine Wut halten können und hätte Vegeta damit besiegt. Kommen wir nun zum Ozaru und wo Vegeta ihn schon in seinen Händen hatte. Dort haben ihnen ja Son Gohan und Krillin geholfen, was sie hier nicht getan hätten. Aber sie sind ja auch erst gekommen, nachdem Vegeta ihnen schon alle Knochen gebrochen hatte. Hier hätte vielleicht Yairobi eher eingegriffen, wenn nicht, hätte Son Gokus Wut ihnen auch nichts genützt. Da hätte Son Goku mindestens eine zehnfache Kaioken einsetzen müssen, was er zu diesem Zeitpunkt nicht könnte. Die letzte Möglichkeit ist die Genki-Dama, dass diese Vegeta voll getroffen hätte und auch getötet hätte. Nach Namek wären sie nicht geflogen, da Krillin ja diese Idee hatte. So hätten sie ihr restliches Leben ohne ihre Freunde verbringen müssen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!